Wir besuchen Irina Schneider. Irina Schneider ist tätig in der Pan Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie GmbH in Dresden. Sie hat von 2006 bis 2009 an der EWS in Dresden eine Ausbildung zur internationalen Eventmanagerin absolviert. Was machst du denn jetzt hier? Ich bin bei den Finnnächten am Elbufer tätig, also bei der Pan Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie GmbH, ein sehr langer Name, im Marketingbereich und organisiere, wie gesagt, die Finnnächte am Elbufer in Dresden mit. Was vielleicht den ersten Bereich betrifft, Marketing, da bin ich für die Betreuung unserer Sponsoren und Kunden und unserer Werbekunden zuständig. Das Eventmanagement, logischerweise, gehört auch dazu. Wir organisieren die Veranstaltung, also die Filmveranstaltung, Sonderveranstaltung und Premieren bei den Filmnächten mit, was sehr viel Spaß macht. Und seit wann bist du hier tätig? Ich bin seit April 2009 hier bei den Filmnächten angestellt, also sprich direkt nach meinem Abschluss an der EWS. Und wie bist du dazu gekommen? Ich hatte mein zweites Praktikum, welches wir an der EWS absolvieren mussten, habe ich bei den Filmnächten im Sommer 2008 gemacht und direkt im Anschluss habe ich das Jobangebot bekommen, was mich dann sehr gefreut hat. Ja, dieses Jahr finden ja die Filmnächte vom 24. Juni bis 22. August am Elbufer statt, einmal im Jahr. Was macht ihr denn so über das Jahr dann? Also nach den Filmnächten ist vor den Filmnächten. Da ist natürlich die Nachbereitung, spielt eine sehr große Rolle. Und da geht es eigentlich dann schon mit der Vorbereitung fürs nächste Jahr los. Vor allen Dingen in meinem Bereich, also Marketing, da ist natürlich die Arbeit im Vorfeld sehr, sehr wichtig. Da legen wir uns da schon gleich nach den Filmnächten wieder fürs nächste Jahr ins Zeug. Management ist auch sehr wichtig, was man dann im Endeffekt anwenden kann. Ja, und zu guter Letzt, welche Hinweise, Tipps kannst du unseren Studierenden und Interessenten mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall kann ich empfehlen, dass ihr Kontakte knüpft während der Ausbildung, während des Praktikums, in der Freizeit, wie auch immer. Natürlich ist es vielleicht auch wichtig, ein Praktikum bei einem großen Unternehmen zu absolvieren, wo man gegebenenfalls eine Chance für einen Berufseinstieg hat. Wer weiß, wo man dann im Endeffekt landet. Vielen Dank, Irina, und wir wünschen euch toi 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 für eure diesjährigen Filmnächte. Vielen Dank, Dankeschön.